Carmen Gattel-Grupper, FPÖ-Frauensprecherin, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Minister, liebe Kollegen, wenn wir heute diesen Antrag gegen sexuelle Gewalt an Frauen diskutieren, dann möchte ich hier eingangs feststellen, dass wir jede Art von Gewalt ablehnen und dass jede Art von Gewalt vehement entgegengetreten werden muss. Hier ist jede Anstrengung zu unterstützen und jede Initiative zu verfolgen. Wenn man sich vorstellt, dass fast jede vierte Frau zumindest einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt geworden ist, so ist das nicht zu tolerieren. Hier ist sehr viel zu tun. Besonders die Sensibilisierung für dieses Problem zeigt noch großen Handlungsbedarf auf. Tatsache ist nämlich, dass Gewalt in vielen Teilen unserer Gesellschaft noch tabuisiert wird. Vor allem, weil Gewalt meistens innerhalb der eigenen vier Wände stattfindet und hier auch Kinder betroffen sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und was mich auch immer sehr bewegt, ist, dass es neben körperlicher Gewalt auch noch den Aspekt der psychischen Gewalt immer mehr zunimmt. Diese emotionalen Schädigungen und Verletzungen hinterlassen bei den Betroffenen schwere Spuren, aber leider keine sichtbaren Narben. Somit sind die Betroffenen immer in einer Situation, dass sie den Zustand des Bedrohtseins erstens beweisen müssen, und Frauen müssen gerade in dieser Situation ermutigt werden, dieses Schweigen auch zu brechen. Aber in diesem Zusammenhang möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass traditionelle Gewalt mancher Kulturen auch bei uns Einzug gehalten hat und hier noch viel zu wenig vehement dagegen auftreten. Es ist nicht zu tolerieren, dass es in Österreich immer noch Zwangsverheiratungen, Beschneidungen und sogar Ehrenmorde gibt. Hier müssen wir wirklich vehement eintreten und dürfen nicht wegschauen. Besonders irritiert mich hier der Zustand, dass wir für Frauenrechte eintreten, aber unter dem Deckmantel der Islamisierung das Patriarch über die Hintertür wieder Einzug hält bei uns in Österreich, und das kann einfach nicht sein. Das Thema Gewalt und Gewalt gegen Frauen ist meiner Meinung nach aber auch ein größeres, und dieser Antrag, den wir selbstverständlich auch mit unterstützen, müsste aber noch viel breiter diskutiert werden. Mir geht er nicht weit genug. Ich glaube, wir müssen auch hier Kinder, Jugendliche, Behinderte mit einbeziehen. Auch hier wäre ein internationaler Austausch notwendig und wichtig. Deshalb werden wir auch diesbezüglich noch einen Antrag einbringen. Und ich bitte auch unseren Antrag, so wie wir diesen unterstützen, auch um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Es gebe noch großen Handlungsbedarf, betont FPÖ-Frauensprecherin Carmen Gattel-Grupper. Gewalt werde in manchen Bereichen immer noch tabuisiert.